Heute zeige ich dir, wie du in Horizon Forbidden West das Nora Donnerkriegerin-Outfit bekommst und den passenden Bogen Schatten des Todsuchers dazu auch noch erhältst. Wenn du dir die beiden Stats zum Outfit und zum Bogen einmal anschaust, dann wirst du ganz klar erkennen, dass es auf jeden Fall zwei Sachen sind, die auf keinen Fall im Inventar fehlen sollten auf deiner weiteren Reise durch den verbotenen Westen. Damit du Bogen und Outfit bekommen kannst, musst du zunächst aber erstmal am Gedenkhain die Kampfarena eröffnen. Das Ganze bekommst du einmal über eine Nebenquest, die du hier an dem Punkt findest. Nachdem du die Quest mit Kela und Duka abgeschlossen hast, kannst du dann die Herausforderungen in der Kampfarena einmal bestreiten. Das Ganze geht bis zur Stufe Legendär und du erhältst dann für den erfolgreichen Abschluss Arena-Medaillen. Die Medaillen tauschst du dann bei Duka gegen Bogen und Outfit ein. Hier kannst du auch dich gerne nochmal umschauen. Hier gibt es auch noch weitere Outfits und weitere Sachen, die sie dir verkaufen möchte. Und anschließend kannst du das Ganze natürlich auch noch bei der Werkbank dann einmal so verbessern, dass es noch mehr Schaden beim Gegner verursacht. An der Werkbank selber kannst du dir dann zum Beispiel Aufträge generieren, womit du dann die entsprechenden Ressourcen nochmal suchst. Wenn du dann genug gefunden hast, dann kannst du auch hier Stufe für Stufe in der Verbesserung beim Bogen steigen. Also ich finde, das Nora Donnerkriegerin-Outfit steht Aloy natürlich erstmal Bombe, aber es hat auch einen Haufen Vorteile, was die Stats ja zeigen. Und ich muss sagen, das Ganze wird durch den Bogen dann auch nochmal abgerundet und macht das Paket an der Stelle natürlich komplett. Ich hoffe, mit dem Guide wirst du dir Outfit und Bogen auch einmal gönnen und es würde mich freuen, wenn wir uns bei einem weiteren Video auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.